Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer spoilerfreien Kritik, nämlich zu der Schach, der auf Netflix gestartet ist. Passt genau zum Thema, was wir gerade aktuell natürlich haben und zum Thema natürlich egoistisch halt, sag mal, Sachen hamstern, horten und natürlich Toilettenpapier. Trotzdem, ihr seid hier auf Nerd Taste, ich bin Dennis und das ist eine neue Folge Nerdcheck. Trotzdem, wenn ihr Bock habt und wollt nichts mehr verpassen zu Filme, Serien, Disney Plus, Netflix, dann lasst doch gerne mal hier ein Abo hier. Ein vertikales Betongefängnis mit einer Zelle pro Ebene, in der sich zwei Personen pro Zelle befinden. Eine einzige Lebensmittelplattform bleibt 2 Minuten pro Tag auf jeder Ebene stehen, dass sich jeder von oben nach unten davon ernähren kann. Ein endloser Albtraum, wenn du im Schach gefangen bist. Das kann man kurz und knackig so sagen. Und da muss ich einfach sagen, da haben die Verantwortlichen natürlich Galder Castello Urrutia, das ist hier der Regisseur, und David de Sola, der hat das Screenplay und die Story natürlich geschrieben, haben das einfach so gesehen für die heutige Zeit auf den Punkt gebracht. Wenn der Film auch nicht gerade zum aus den angegebenen Anlass, sag ich mal, entspricht und dafür gedreht wurde, nämlich der ist ja schon 2019 erschienen in Spanien, passt er einfach wie die Faust aufs Auge. Ist einfach so. Da muss man einfach sagen, zu diesen ganzen Hamsterkäufen, das zeigt der Film einfach, wie sich der Mensch verhält, wenn er unter Druck gesetzt wird, in Panik gerät so eine Art oder halt eingefärcht wird. Das sagt der Film einfach gut aus. Wir haben da ja wirklich, wie gesagt, dieses Betongefängnis und da fährt diese Vertikalplattform runter, wo das Essen drauf ist. Das ist einfach von der Grundidee her richtig gut. Erinnert mich so ein bisschen an The Cube und natürlich von den Aufgaben her von The Saw, wie weit würde ich gehen? Weil wir haben ja wirklich nur 2 Personen auf dieser Ebene. Ich werde hier nicht spoilern, das habe ich ja in der Inhaltsangabe schon gesagt. Und man muss sagen, dieses Kammerspiel, was wir da sehen, ist wirklich gut gespielt. Es gibt natürlich manche Filmfehler, ne? Aber ich komme erstmal zu dem Positiven weiterhin. Mir hat auf jeden Fall das Schauspiel sehr gut gefallen, wenn es auch manchmal, weil es einfach natürlich ein spanischer Film ist, der manchmal ein bisschen zu dramatisch wirkt, weil sie da manchmal ein bisschen übertreiben. Trotzdem muss man sagen, es ist wirklich sehr realitätsnah. Ich kaufe das den Schauspielern wirklich sehr gut ab. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht, auch wenn die eingefecht waren. Wo man sagen muss, der Mensch, das haben sie einfach gut geschauspielert. Wenn der Mensch ist halt ein Gewöhnungstier, der auch sagt, ah nee, ich lasse das mal bitte so eine Art und nein. Und plötzlich, es dauert vielleicht 2-3 Wochen, ist er auch von diesem Teller, ne, wo dann andere von gegessen haben. Kann man sich nicht vorstellen, könnte ich mir auch nicht vorstellen, aber was willst du machen, wenn du überleben willst? Und dazu der Sache halt, so, wie weit würde ich gehen und so weiter. Das haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt, einfach in diesem Sinne zu dieser Klassenkritik, dieser Gesellschaftskritik, die auch heutzutage stattfindet und wo man sagen muss, wie kann es sein, dass da noch reiche Länder sind und die sind arm? Und da, wenn verhungern halt Menschen und die oben fressen sich satt. So, das wollten die einfach zeigen. Der Regisseur und der Drehbuchautor, und da muss ich sagen, haben sie wirklich gut umgesetzt. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist auf jeden Fall das Ende. Das war mir ein bisschen zu viel und da sind sie auch ein bisschen dann in das Religiöse oder in die Bedeutung von irgendwelchen Zahlen abgedriftet. Wenn ihr da ein bisschen mehr sehen wollt, was das Ende uns erklären möchte oder erzählen möchte, da gibt es jetzt die nächsten Tage hier auf YouTube, auf meinem Kanal, ein Ende erklärt, eine Analyse, was uns wirklich der Film noch richtig sagen will oder was die Bedeutung sein soll von dem ganzen Film, von dem Ende, was uns der Regisseur oder natürlich David de Sola uns sagen möchte. Der Film geht ja um 1 Stunde und 34 Minuten, muss ich sagen, so als ja, Science-Fiction kann man vielleicht sagen, ist es nicht richtig, es ist auch kein Horror. Ja, was ist das? Es ist einfach eine Gesellschaftskritik, es ist ein Thriller, man mischt die Sachen schon zusammen, die Genres. Man weiß ja nicht, wie wird diese Plattform angetrieben. Gehst du ein bisschen in den Sci-Fi und rein, sag ich mal. Und es gibt da halt einfach einige Filmfehler, die für mich unlogisch sind. Und man sagt, ah, das geht mir eigentlich nicht so gut auf. Und man hat natürlich, sag mal, nur wirklich immer diese Ebene, sag ja Kammerspiel. Mehr sieht man ja eigentlich gar nicht. Aber das finde ich gar nicht schlimm, das haben sie gut umgesetzt. Und was fiel mir noch nicht so gut? Ja, sag ja, am Schluss war es einfach ein bisschen zu viel. Man hat das einfach gesagt, so, ich muss jetzt zu Ende machen. Das war ein bisschen schade. Sonst hat der Film eigentlich ganz gute Spannungskurve gehabt. Das Storytelling gefiel mir eigentlich ganz gut. Und auch als, sag mal, spanischem Film kann sich, sag mal, so Plattform der Schacht sehen lassen. Für mich bleibt es ein netter, solider, sag ich mal, gesellschaftskritischer Film, der natürlich in diesen Genres, sag mal, ja, überzeugen kann, wirklich langweilig und ist einfach realitätsnah und passt zu der heutigen Zeit, weil der Mensch einfach in den
ja, seinem Trieb nachgeht und zum Tier wird und ja, auf seine Mitmenschen nicht, sag ich mal, eingeht. Das zeigt einfach der Schacht und darum kriegt dieser Film von mir auch eine 7 von 10. Und ja, mal gucken, was ihr jetzt im Film sagt. Wie gesagt, schaltet rein, wenn ich dieses Ende erklären würde. Und ich würde sagen, Leute, lasst gerne ein Abo hier, lasst gerne ein Like hier und bis dann und ciao und bam.